Jo, schönen guten Tag, der Ära ist wieder da und wir spielen Crusader Kings 2. Wir sind hier in Irland und ja, die Lage ist tatsächlich ziemlich gut, wenn wir ehrlich sind. Also wir haben hier unser Reich stabilisiert, hier sind zwar ein paar Plünderer, die kriegen wir in den Griff. Wir haben jetzt quasi für die Gattin, oder wie nennt man das, also für Prinz Patrick seine Frau, Herzogin Bisera von Moldau, den Krieg geschlagen hier unten. Und sind jetzt auf dem Weg nach Hause. Ja, zu Hause ist ganz schön was los. Also was krass ist, wir haben hier dieses Brandenburg-Problem. Und ja, der gute Patrick hier. Ehe zwischen Prinz Marthog und Herzog Konrad. Konrad von Böhmen, sehr gut. Prinz Konstantin, ja, Marthog hier. Gut. Ja, also, das ist jetzt tatsächlich so eine Frage. Eigentlich gehört Brandenburg hier komplett, das gehört zu uns schon seit vielen, vielen Jahren. Und jetzt ist tatsächlich so, und wir haben einen starken Anspruch auf Herzogtum Cornwall. Das ist aber nicht so mein Thema, aber er ist gestresst, er ist zornig, er ist gefräßig, gesellig, fett. Ja, gut, fett ist okay. Er hat Lustbläschen, er gibt sich Mühe, schön auszusehen. Mein Problem ist, wir haben hier einen Anspruch auf Devon. So, dieser gute Mann hier, der hat quasi Cremona, Devon und ist der König von Galizien. Also der König von Galizien hat genau das hier und Cremona ist irgendwo hier unten. Hier. So. Und hier hat er noch ein kleines Stücklein. Und jetzt ist halt tatsächlich die Frage, aber der ist jetzt schon im Krieg gegen eine altgalizische Armee. Ui, der hat hier 5000 Mann, weil mein Ding ist tatsächlich, wenn Ansprüche bestehen, ich hätte schon ganz gerne Devon. Und ich bin echt am Überlegen, ob der gute Patrick jetzt wirklich mal den Schritt geht und Brandenburg versucht zurückzubekommen. Weil rein rollenspieltechnisch hat er keinen Anspruch, aber eigentlich ja schon. Deswegen, wir werden jetzt mal unseren Kanzler da hinschicken. Juh, der Edle, ja, der kann leider nichts. Haben wir denn den besseren? Oh, wir haben Herzog Sean von Meath. Und das ist ein mächtiger Vasall. Den werden wir jetzt mal einbinden. Und den schicken wir mal hier hin. Marschall, da brauchen wir jemand anders. Haben wir jemanden, den wir da reintun können? Nee, haben wir gerade. Also, beziehungsweise reintun müssen. Der Hofspitz ist eben auch nicht so richtig. Na gut, egal. Oh, ich lockerte meinen Gürtel und seufzte zufrieden auf, als mein aufgeblähter Bauch meinen Schoß füllte. So viel zu essen mag vielleicht nicht gut für meinen Körper sein, hat aber meine Umgangsweise gegenüber allen am Hof deutlich verbessert. Ah, der Beichtvater ist nicht mehr gestresst. Wir sind wieder entchillt. Sehr gut. So, jetzt warten wir erstmal, bis die Truppen nach Hause kommen. Und wenn diese Truppen ihren Weg in die Heimat gefunden haben, dann bin ich echt am Überlegen, ob wir dann einfach sagen, wir erklären Devon den Krieg. Das wäre dann, glaube ich, tatsächlich dran. Ja, und diese Plünderer hier, die wollen es auch die ganze Zeit wissen. Aber wir haben halt leider noch keine Truppen da. So. Ja, weil so ein Stück für Stück ein bisschen England wäre schon schön. Also so, wenn wir uns ausbreiten, will ich jetzt hier noch ein Stück. Und ich hätte gern Brandenburg zurück. Das wäre schon so das, was ich gerne hätte. Also Brandenburg, das ist mein Erbrecht. Also das ist tatsächlich so ein Stück weit, ja, ich finde schon, dass das hier im Spiel nicht dargestellt wird, aber das hat ewig lang zum Reich gehört. Also warum sollte ich das jetzt einfach abgeben? Laut Kanzler Sean haben die Bauern in Caithness eine wundervolle Tradition ins Leben gerufen, bei der mehrere Dörfer zusammenkommen, um zu tanzen, zu feiern und Heiratsabmachungen zu treffen. Das können wir Feuer fördern. Wir sind, Moment, oder sind wir da? Ja, das ist fest. Wir sind gütig, gefräßig und bescheiden, aber das ist ja also unbedingt, da kann man was. Und wir haben einen Haufen Asche, sehe ich gerade. Die ist noch vom Kreuzzug. Dann wäre ja wieder mal ein bisschen ein Ausbau fällig in unseren Liegenschaften. Dann gucken wir mal, was wir da so alles ausbauen können. Oh ja, hier können wir auf jeden Fall noch ein bisschen was machen. Oriel, oh, guck's dir an hier. Hier gibt es noch viel zu tun. Ställe sind gut. Hier bauen wir. Oh, Stelle 1 ist natürlich auch gar nichts. Ja.
So, und dann hier oben wird es ähnlich aussehen. Ähnlich trüb. Ja, Bergfried vielleicht nicht, aber ja doch, hier Übungsplätze sind gut. So, das Geld soll ja unter die Leute. Die Burg müssen wir noch befestigen. So, was haben wir denn hier? Ja, die Befestigung bauen wir aus. Und Buchen haben wir noch, genau. In Buchen bauen wir noch die Übungsplätze. So, das sollte uns auch soldatenmäßig wieder vorwärts bringen. Plünderer sind in Köln aufgetaucht. Oh, die hat es jetzt ein bisschen angeschissen, die guten Plünderers. Weil jetzt kommt hier meine Armee, meine Freunde. Die schicke ich mal hier lang. Und dann werde ich euch mal zeigen, wo der Frosch hier die Locken hat. Hoffe ich. So, dann werden wir da mal einen Zugriff starten. Aber die rennen wahrscheinlich eher wieder auf die Schiffe. Oh, Herzog Frank von Großpolen. Ah, Lorenz von Großpolen. Euer Bruder Prinz Lorenz ist gestorben. Also Großpolen hat einen, aber es ist ein Eradan, sehr gut. Herzog Frank, sehr gut. Das ist in Ordnung. Damit kann ich gut leben. Oh, wir können jemanden einkerkern. Warum kann ich den einkerkern? Intrige, was macht er denn? Was ist er denn am tun? Herzog Llywelyn von Man töten. Okay. Das, ja. Und Herzog Sean, der Grausame von Meath. Oh. Warum können wir den denn festnehmen? Was hat denn der hier? Sean, der Grausame von Meath. Oh. Na, das kannst du vergessen, mein Freund. Anspruch auf Königreich Irland. Wupp. Super klasse, das war unser Kanzler. Ja, aber das ist egal. Ansprüche auf mein Königreich werden nicht gestellt, mein Freund. So gibt es einen Mächtigen im Reich, den wir einbinden müssen. Ansonsten könnten wir ja hier den Bürgermeister mal nehmen und den nach Brandenburg entsenden. So, jetzt schauen wir mal in unser Gefängnis hier. Schon. So, zeig mal her hier. Grafschaft Meath, Herzogtum Meath, Kildare, Westmeath. Oh, der hat hier ganz schön angehäuft. So, wie ist denn das hier bei meinen Kindern? Die Töchter sind jetzt nicht relevant, aber der hier, der hat noch gar nichts. Prinz Yu. Prinz Yu finde ich ganz nett. Wen könnten wir dir denn geben? Gibt es gerade was zu heiraten? Sans, Gräfin von Engelsee. Das sieht doch gut aus. Das machen wir und dann gebe ich ihm. Moment, und dann werden wir jetzt mal hier dem Grafen. Der Herzog von Leinster sitzt und der Herzog von Leinster. Ja, mein Gefängnis ist. Ihr merkt, ich habe jetzt eine ganze Weile nicht gespielt, einfach weil mir meine Lebenszeit gerade wieder ein wenig gestohlen wurde. Aber da könnten wir ihm jetzt mal so einen Titel entziehen, und zwar von allen Vasallen. Das mache ich jetzt trotzdem, das ist mir egal. So. Und dann kriegt das mein Sohnemann. Du kriegst das hier. Und Herzogtum Meath mit allem, was dazugehört. So. Und dann haben wir das hier nämlich wieder umgebaut. Was? Die Gräfin wird ihn nie heiraten. Okay. Müssen wir nochmal gucken, die Gräfin von Lausitz. Prinzessin von Kreuzritter. Der Krakau.
Prinzessin. Aber die ist zu alt. Dann vielleicht mal nach Frankreich heiraten. Das wäre ja, perspektivisch ist das ja auch so ein Bündnis, das mir nach wie vor gut anstehen würde. Aber sie will kein Bündnis. Keine Chance. Warum nicht? Politische Vorbehalte und Grundzurückhaltung. Das ist ein bisschen schwierig, weil Frankreich wäre... Oh, hier, guck mal, da haben wir sie erwischt. Das heißt, wir könnten jetzt so langsam auch unsere Flotte mal ausheben und das Gefolge nach Hause holen. So, sehr gut. Dann können wir nämlich hier die Truppen nach Hause schicken. Und dann bleibt nur das Gefolge am Start. Sehr gut, dann kann man nämlich hier direkt auf die Schiffe gehen. Und dann ist dieser Kreuzzug und das ganze damit verbundene Abenteuer auch mal wieder abgeschlossen. Oh, Neuigkeiten aus China. Ja, ganz ehrlich, die chinesischen Armeen haben ihren Marsch begonnen und Raja, wenn nicht Yangkapur versteckt, kann nur hoffen, standhaft zu bleiben. Ach Gott, ja, die Chinesen machen einen Angriff. So, und sobald ich meine Leute zu Hause habe, werde ich... Ja, Devon versuchen zu erobern. Das ist jetzt einfach so. Befestigungen wurden gebaut. Ja, sehr schön. Finanziell sieht es gut aus. Gräfin Börswin von Wölschau versucht mir meinen Titel zu entreißen. Wir sind zornig. Wir sind zornig, wir sind aber auch gütig, gefräßig, bescheiden, gesellig. Was machen wir da? Ich glaube tatsächlich... Nö, den versuchen wir verschwinden zu lassen, weil wir sind zornig. Jetzt bricht der Zorn sich seine Bahn. Mal schauen, ob wir das irgendwie hinbekommen. Na ja, na klar, unsere Mörder haben es total versemmelt. Super toll. Das habt ihr aber fein gemacht. So. Und dann werden wir ihm den Krieg erklären. Weil der Jura-Anspruch auf Devon... So. Okay, dann werden wir mal unsere Truppen ausheben. 10k, Leute. 10k. Treffen uns erstmal alle in Leinster. So, das machen wir mal so. Dann ist hier das große Treffen der Truppen in Leinster. Und dann gehen wir direkt da mal rüber. So, was ist mit meinen schottischen Freunden? Ja, die kommen auch noch hin. Ja, die können wir ja eigentlich hier rüberholen. Da können wir nämlich mit der Truppe schon mal losmachen. Hake. Nee, Matat kommt in die Mitte. Auf die Flanke kommt der Herzog der Westibriden. Unser Halbbruder. Und auf die andere Flanke kommt Makas. So. Das sieht auch gut aus. Und dann marschieren wir hier mal rüber. Ja, und England scheint tatsächlich so ein paar kleinere Probleme zu haben. Aber England kann ich leider nur Stück für Stück und immer ganz langsam irgendwie in meine Klauen bekommen. Das ist tatsächlich nicht so einfach. So, meine Kinder sind eigentlich alle versorgt. Sie ist verlobt mit Navarra. Manrike, das ist nämlich auch der hat meinen Brandenburg-Titel, die Sau. Ja, das ist der Typ. Naja, wie gesagt, ich habe jetzt wirklich länger nicht gespielt. Muss gerade mal wieder mich ein bisschen reinfitzen hier in unsere Geschichte der Eradans. Aber so grundsätzlich sieht ja alles gut aus. Es läuft ja alles. So. Ach Gott, und meine Gattin ist schon wieder schwanger. Guck mal, was wir hier für Kinder in die Welt setzen. Das ist echt der Knüller hier. Prinz Patrick, ja, der hat ja durch seine Gattin dann schon Land am Start. Hier werden wir uns jetzt einfach mal reinmischen. Mal sehen, ob wir uns überhaupt reinmischen können. Ja, die Belagerung läuft. Wobei, wir könnten ja eigentlich hier diese Truppen
mal zusammenfassen und ach, wobei, wollen wir mal hier unsere Gräfin von Blekinge und die Herzogin. Da holen wir mal unsere Verbündeten mit rein. Der jämmerliche Zustand von Bürgermeister Meldoven. Naja, das ist unser. Mit Julia, die Sängerin, aus Liebe entstanden. Oh Gott, der ist dümmlich, grüblerisch, ehrgeizig und hat die Grippe. Naja, wir holen mal den Hofarzt. So, dann können wir mal schauen. Weil vielleicht können wir dann nämlich einfach da unten. Wo sind sie denn jetzt hingeflohen? Kommt zurück. Plünderer sind in Berg aufgetaucht, ja, wie immer. Wo ist denn jetzt diese Armee hin verschwunden? Sind die da rüber gerannt? Ah, Essex. Bürgermeister Fingel ist nicht mehr Kanzler. Oh, wir haben einen Erben. Junior ist erwachsen. Nee, warte mal, stopp. Also, Anna und König Gottschalk. König, ja, das ist... Ah, unsere Tochter, die den König von England heiraten soll. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir brauchen eine neue Ambition. Ja, wir brauchen mal einen Freund. Das ist okay. Und jetzt ist schon wieder der Kanzler ausgefallen. Wen haben wir denn da noch? Haben wir noch jemanden, der unbedingt einen Platz braucht? Sonst nehme ich jemanden... Andrew. Oh, hier, das ist ein guter... Andrew, du bist ein guter, aber du müsstest dann trotzdem mal einen Anspruch auf Brandenburg machen. Hier. So. Gut, damit ist unsere Tochter jetzt Königin. Da ist sie jetzt Königin von England. Hä, warum stehen wir jetzt mit den Feinden auf einem Feld, ohne zu kämpfen? Habe ich was verpasst? Der Krieg geht auch überhaupt nicht voran. Hä? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Jo, und wir haben noch eine Tochter namens Flora. Das ist aber schön. So, Ställe sind gebaut, aber... Warum kriege ich jetzt eigentlich keine Punkte? Die anderen belagern das. Wer ist das denn? Piramien. Aha. Na, hier passieren ja lustige Sachen. Ach so, und die Stadt haben wir jetzt erobert. Verlobte können heiraten. Na, wenn ich das mal so ausgemacht habe, apropos. Es ist mal wieder dran. Wir müssen mal wieder gucken. Wie sieht es denn aus hier am Hof? Bei unseren Männern. Die brauchen ja alle ein paar Frauen. So, Alistair. So. Hier gibt es aber viele Prinzessinnen. Die Prinzessin will unbedingt heiraten, du. Für die müssten wir mal gucken, ob wir da noch was Schönes finden. Der Herzog von Leinster. Macbeth. Ja. Warum kann ich dem jetzt keine Gattin besorgen? Meldred. Unser Befehlshaber. Oh, ja, das ist ein guter. Das ist ein guter, den mag ich. Und dem werden wir mal eine gute Frau besorgen müssen. Hier eine Kurtisane, die aber tapfer ist. Mit tapfer kann er, glaube ich, echt was anfangen. Ja.
Okay. Ja, gut, das machen wir erstmal so. Okay, die Unkeusch ist eingetroffen. Oh, jetzt geht das los hier. Jetzt geht das los hier. So. Warum kann ich jetzt gegen den da nicht kämpfen? Guck mal, jetzt renne ich da rein. Ja. Und dieser Typ führt die Schlachten durch hier. Ich verstehe es einfach nicht. Hier werden wir mal unsere. Okay, dann schicken wir da mal unsere Verbündeten hin. Ah, hier ist Moldau. Hoffentlich gehen die jetzt auch noch da unten. Ich brauche die nicht hier oben. Wenn die Cremona belagern, sind wir doch schon ein ganzes Stück weit vorwärts gekommen. Gott, jetzt sind hier Moldauer Truppen, aber ich verstehe es halt nicht, warum diese Schlachten hier an mir so vorbeigehen. Ich muss ja mal ein paar Schlachten schlagen, sonst komme ich hier nicht zu meine Punkte. Was ist denn das eigentlich für ein anderer Krieg, den er da an der Hacke hat? Bjarnische Invasion von England. Ah, hier kann ich schon wieder jemanden einkerkern. Herzog Hugh. Wieso kann ich in dich einkerkern? Wieso kann ich in den einkerkern? Leute, was ist denn hier los? Irgendwas. Aha, das werde ich mal sagen. Lass das mal bitte. So. Und der will Augenherzog töten. Also Leute, macht man nicht so einen Blödsinn? Bei den Vorgängern wäre der schon wieder am Eimer gewesen. Wieso könnte sein Titel verschwinden? Ernst? Nachfolgerherzogtum Kalabrien? Na, das ist jetzt nie so richtig schön. Köln. Reinhard, der Herzog von Köln, das ist ein Vollpfosten, aber vielleicht als Hofspitzel zu gebrauchen. Das ist mit Abstand der komischste Krieg, den ich lange geführt habe hier. Was das hier darstellen soll, ist mir ein echtes Rätsel. Jetzt habe ich ja so einen Krieg an der Backe gegen Leute, das gar nicht so richtig funktioniert. Mal, jetzt stehe ich mit den Feinden hier auf einem Feld und kann mit denen keinen Krieg führen. Das ist total bekloppt. Ah, jetzt sind Leute in Cremona angekommen. Sehr gut. Ich hoffe, das funktioniert jetzt, dass sie das wenigstens besetzen und dann ist es ja erledigt. Die Herzogin Bisera, das ist eine gute. Hier mit diesen Moldau-Herzogtümern, da müssen wir dann echt mal schauen, dass man da vielleicht noch irgendwas Lustiges anstellt. Das wäre schon ganz witzig. Da fällt mir bestimmt noch was Lustiges zu ein. Ein gelehrter jüdischer Mann taucht an eurem Hof auf. Er hat beste Empfehlungen in Sachen Buchführung. Na ja, gut, dann kommt das erstmal her. Und jetzt schauen wir mal. Aber warum ich hier gegen diese 8000 Mann nicht kämpfen kann, das ist ein bisschen seltsam, wenn ich ehrlich bin. Ach so, alles klar. Er hat Ritterorden angeworben, um sich der Invasion zu stellen. Deswegen, das Volk von Kran und Panda musste wahrscheinlich, warum nie prunkvolle Kaiser entschieden hat. Aber der Kaiser hat schon wieder jemanden angegriffen und gewonnen. Alles klar, die haben.
Ritterorden angeworben. Jetzt macht das Sinn. Schweden, hä? Und jetzt hat er den Krieg verloren. Moment. Weil ich Truppen aufgehoben habe. Okay, dann müssen wir das nochmal machen. Ich will diesen Anspruch. Den Schweden gönne ich das hier erst recht nie. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Das war jetzt ein richtiger Fehlschlag. Nichtsdestotrotz, ich sage vielen Dank fürs Zugucken. Wir sind wieder da. Jetzt komme ich langsam wieder rein. Dann werden wir mal schauen, ob der Beichtvater hier nicht doch noch irgendwas Schönes auf die Reihe kriegt. Bis dahin sage ich vielen Dank. Ciao, ciao. Der Ära.